Halli, Hallöchen. Ja, hier seht ihr, welche ich Buchstaben zeichne. Ich mach Dings. Ja, super Deutsch, ne? Nein. Also auf jeden Fall. Mikro runterstellen. Ich mache ein neues Let's Play. Amnesia. Ich hatte auch schon vorher mal Let's Play gemacht, aber die sind entweder von der Grafikqualität voll verkackt und oder von der Soundqualität. Ja, mein Headset ist im Arsch, deshalb höre ich nur auf dem linken Ohr was, was mir so ziemlich die Trommelfelle zerfetzt. Ja, aber ich will euch auch nicht lange aufhalten. Ich werde gleich mal während des Spiels ein bisschen was erklären, also während nichts Wichtiges passiert natürlich. Ja, neues Spiel beginnen. Ja, bitte, ich habe nämlich schon mal angespielt wegen der Testaufnahme. Ich hoffe, der Sound ist nicht verschoben, weil es hier ein ganz groß bisschen rumspackt. Dabei habe ich schon alles auf Mittel gestellt. Und alle unnötigen Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is Hör auf zu lecken. I am Daniel. Ah, dieses wunderschön dramatische Liebesintro. So wie es die Mädels mögen. Ja, erstmal zum Spiel. Das ist ein. Ja. Ja, wie nennt man das? Horror-Adventure-Game? Ja, ich denke mal. In diesem Spiel geht es hauptsächlich darum, vor den Viechern, die hier kommen werden, wegzurennen und die nicht unbedingt zusammenzuknüppeln mit Stühlen, Lampen oder Steinen oder euren Kopf oder eurer Faust. Geh auf! Ja. Ja, ich wollte noch, also, das hier sind Zunderbüchsen. Warum ich so viel über Spiel weiß, weil ich allwissend bin. Ich bin Dr. Albert. Nein, ich hab mir gedacht, ich hatte das eigentlich vor, mit Freunden durchzuspielen, so aus reinem Spaßfaktor. Und hab es aber nur bis zur Hälfte, bis ungefähr da, wo die Scheiße hier richtig abgeht, ja, gespielt. Und da ich mir auch mal ein paar andere Videos angeguckt habe von dem LSD-Trip, auf den ich gerade bin. Nein, von Amnesia natürlich. Ja. Dachte ich mir, ja, die Hälfte ist unzufrieden, weil der Let's Player nur rumschreit wie ein Behinderter. Die andere Hälfte ist am Arsch sauer. Ja. Weil, was wollte ich sagen? Genau. Weil der andere wieder viel zu still ist und überhaupt nicht rumschreit, weil das irgendwelche Satanisten sind, die ihre Katzen einfach aufessen. Nein, natürlich nicht. Ich will ja hier niemanden beleidigen. Und ja, da dachte ich mir, da ich die Hälfte schon gespielt habe, kann ich die erst. Also ich mache auch drei Playlists. Eine mit sozusagen die ruhige Playlist, die laute Playlist und die gesamte Playlist. Und ja, ich mach einfach, also spiel das dann einfach und werd auch am Anfang ruhig bleiben, weil ich das ja alles schon kenne hauptsächlich. Oder die erste Hälfte. Somit haben die, die was Ruhiges haben wollen, was davon. Und die zweite Hälfte, wo die Scheiße dann abgeht, da werde ich dann rumschreien wie ein kleines Mädchen und irgendjemanden mit meinem Ellbogen ins Gesicht schlagen, weil ich keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Nein, auf jeden Fall, ja. Das ist so das Grundlegende, was ich machen wollte. Warte, gibt es hier irgendwie Besen oder. Ja, genau, ich wusste es. Oh, und eine Zunderbüchse. Ja, ich selbst bin ein. Nein! Den habe ich schon mal gebackt. Ich bin. Ah, fick dich, ja. Danke. Ich bin jemand, der sehr schnell rumschreit. Aber wenn ich einmal was gesehen habe, dann bin ich eigentlich jemand, der nicht mehr schnell rumschreit. Und ja. Was noch? Ja, ich mag Horrorspiele, weil ich so eine scheiß Angst davor habe, dass ich die gar nicht mag. Und deshalb mag ich sie. Ja, unlogisch, aber wahr. Aha.
Ja, das war's erstmal von mir. Ja, genau. Erstmal was zum Spiel. Wir sind Daniel, wie ihr ja schon gehört habt, der, ja, Amnesie. Oh, was geht jetzt ab? Oh, shit. Okay. Ah, doch, das kenne ich ja schon. Ja, der liebe Daniel hat auch Angst im Dunkeln, was wir noch häufig zu verfuckt spüren bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich hatte gerade ein komisch böses Brüllen im Ohr. Ja. Ah, genau. Und ja, die Tür kenne ich schon. Die ist lieb und nett. Ja, und wir müssen unser Gedächtnis mithilfe Tagebücher und Zetteln und abgefuckter Scheiße, die hier abgeht, wieder auffrischen. Ja. Das ist so das Grundlegende. Die Story an sich finde ich eigentlich ganz schön, mal etwas origineller. Und vor allen Dingen, dass man nicht immer...